Herzrhythmusstörungen im Kindesalter sind mein klinisches und wissenschaftliches Spezialgebiet schon seit vielen Jahren. Dazu gehört auch die arrhythmogene rechtsventrikuläre Dysplasie. Sie wissen das wahrscheinlich, das ist eine Erkrankung, die erst in den späten 70er Jahren des letzten Jahrhunderts als solche erkannt worden ist. Die führenden Menschen, die das tatsächlich vorangetrieben haben, war einmal ein Professor Fontaine aus Frankreich und der Professor Thiene aus Padua. Der eine hat mir die Klinik beschrieben und der andere die mikroskopischen Veränderungen. Das hat aber lange gedauert, bis diese Erkrankung als solche definiert werden konnte. Und es war auch nicht ganz einfach. Oder es gab verschiedene Namensgebungen für die Erkrankung, gerade wenn Sie in die ältere Literatur schauen. Im letzten, ich wollte meinen Vortrag jetzt mal andersrum, je mehr Menschen sich mit dieser Erkrankung intensiv beschäftigen, umso mehr Publikationen und Detailwissen erfahren wir. Es war jetzt im letzten Band des European Heart Journals ein kleiner retrospektiver Übersicht über die Entwicklung, wie diese Erkrankung erkannt und auch dann auch wir gelernt haben, wir Ärzte gelernt haben, wie man mit dieser Erkrankung umgehen muss und wie man sie adäquat behandelt. Das betrifft überwiegend die Erwachsenen, aber, und das wissen Sie auch, diese Erkrankung beginnt im Prinzip im Kindesalter. Das ist eine angeborene Erkrankung, die progressiv verläuft. Und über den Verlauf komme ich nochmal. Das ist keine Ionenkanalerkrankung wie andere Erkrankungen, die mit Herzrhythmusstörungen einhergehen, bei denen das Herz strukturell normal ist, sondern hier kommt es zu mikroskopischen bzw. letztlich dann auch makroskopischen Veränderungen des Herzmuskels und damit vereint zur Entwicklung von Herzrhythmusstörungen. Also es ist ein fortschreitender Verlust von Herzmuskelzellen, die durch Fett- und Bindegewebszellen ersetzt werden. Und primär hat man immer gedacht, das ist eine Erkrankung des rechten Ventrikels. Inzwischen haben wir auch gelernt, dass das auch den linken Ventrikel betreffen kann, beziehungsweise beide Ventrikel. Das klinische Problem, und so ist der Verlauf auch, primär manifestiert sich die Erkrankung häufig in Form von ventrikulären Arrhythmien. Da kommen wir auch nochmal dazu, das wissen Sie ja wahrscheinlich auch alle. Diese ventrikulären Arrhythmien können asymptomatisch, aber auch symptomatisch sein. Im schlimmsten Falle führen sie dazu, dass es zu einer kurzfristigen, gerade wenn es nicht anhaltende ventrikuläre Tachykardien gibt, kann das zu synkopalen Ereignissen führen, Synkopen, plötzliche Bewusstseinsverluste. Und wenn das länger anhaltende, schnelle Kammertachykardien sind, die möglicherweise in Kammerflimmern übergehen, besteht auch das Risiko des plötzlichen Herztodes und das auch schon bei Kindern und Jugendlichen und erst recht bei jungen Erwachsenen, häufig vergesellschaftet mit körperlicher Belastung. Klassisches Beispiel ist der junge Mann oder junge Frau, und es sind mehr die Männer betroffen, deshalb ist es eher der junge Mann, das ist der junge Marathonläufer im Alter zwischen 25 und 30, der irgendwann im Laufe dieses Marathons auf einmal zusammenbricht und dann wiederbelebt werden muss. Sekundär, wenn die Erkrankung länger verläuft, kann es auch zu einer Einschränkung der Pumpfunktion kommen und entsprechend mit Zeichen der Herzinsuffizienz. Das kann dann sowohl den rechten, aber letztlich dann auch den linken Ventrikel betreffen. Die geschätzte Prävalenz ist 1 auf 5.000. Wahrscheinlich ist es also gar nicht so selten, wie man annimmt. Das Entscheidende ist, dass man die Erkrankung halt rechtzeitig erkennt. Wir wissen zum Beispiel, dass die Provinz Venetien in Oberitalien, wo dieser Professor Thiene auch tätig ist, die haben eine ganz hohe Inzidenz von jungen Menschen mit einer arrhythmogenen rechtsventrikulären Dysplasie geschrieben. Das liegt aber möglicherweise auch, hat oder kann zwei Gründe haben. Einer ist, es ist tatsächlich häufiger dort, oder die Ärzte gucken gezielter danach. Das müssen wir immer unterscheiden. Was ist da die mögliche Ursache? Die Ursache ist Mutationen im Desmosom bzw. Plakophilin-2-Gen. Wir wissen auch,
Das ist primär ein autosomal dominanter Erbgang. Das heißt, das ist mit den normalen Genen verbunden. Das heißt, bei jeder Fortpflanzung besteht ein 50-prozentiges Risiko, dass diese Erkrankung übertragen wird. Das kranke Gen setzt sich durch gegenüber dem gesunden Gen. Deshalb autosomal nicht mit dem Geschlechtschromosom, sondern mit den normalen Chromosomen und deshalb ein autosomal dominanter Erbgang. Heutzutage kann man genetischen Nachweis bei ca. 50-60% der Patienten nachvollziehen. Was aber wichtig ist, und das macht es dann teilweise sehr schwierig, die Penetranz ist unvollständig und auch die klinische Ausprägung ist unterschiedlich. Das heißt, wir haben Familien mit der identischen genetischen Mutation, wo aber die Eltern bzw. die Kinder ganz anders klinisch betroffen sind. Männer sind dreimal häufiger als Frauen betroffen. Es gibt noch eine Suberkrankung, das ist diese Naxos Disease. Das liegt daran, dass auf der Insel Naxos dieses Gen in autosomal rezessiver Form vorliegt, dadurch, dass aber die Paarung, so nennen wir das ja, oder die Paarungsmöglichkeiten beschränkt sind, tritt diese Erkrankung, das heißt, dann sind beide Gene betroffen, viel häufiger auf. Das sind dann Menschen, die haben so krauses Haar und haben diese Erkrankung dann in dieser Ausprägung. Aber die normale Erkrankung ist autosomal dominant vererbt. Klassischerweise beginnt die Erkrankung im zweiten Lebensjahrzehnt, das heißt im jugendlichen Alter. Und das kann dann in verschiedener Form sich zeigen. Das ist ein Beispiel zu, und wie häufig ist die Erkrankung. Das hängt aber immer tatsächlich auch davon ab, wie gut die Untersucher oder wie gezielt sie diese, letztlich häufig sind es ja, dies ist eine Untersuchung an verstorbenen Kindern und Jugendlichen, wo man nach Hinweisen für strukturelle Herzerkrankungen gefunden hat. Das ist jetzt eine Kohorte, die beschrieben worden sind, 59 Kinder, bei denen die tatsächlich auch mikroskopische Auffälligkeiten im Herzmuskel hatten. Und dann sehen Sie, bei diesen hatten 25%, das ist ja schon beträchtlich, eine klare Diagnose einer arrhythmogenen rechtsventrikulären Kardiomyopathie und beziehungsweise einer möglichen arrhythmogenen rechtsventrikulären Kardiomyopathie. Das heißt, unter den Todesursachen für einen plötzlichen Herztod bei Kindern und Jugendlichen ist das eine bedeutsame Erkrankung. Nun, wie sieht das aus? Wie sehen diese Tachykardien aus? Das liegt nun daran, wo sie auch entstehen, nämlich auf der rechten Seite sehen Sie dieses klassische, das kennen, der eine oder andere wird das kennen, das ist dieses sogenannte Dysplasie-Dreieck, das heißt, wo tritt diese Erkrankung auf? Und zwar ist es einmal, ist das Gewebe im Einflusstrakt, also unterhalb der Tricuspidalklappe betroffen, dann im rechtsventrikulären Apex, also in der Spitze der rechten Kammer, jetzt ist der nach vorne gesprungen, das sollte er nicht, und im rechtsventrikulären Ausflusstrakt. Wenn wir diese klassischen Tachykardien haben, verläuft also der Ursprung der Tachykardie hier auf dem Boden des rechten Ventrikels nach oben und breitet sich von rechts nach links aus. Deshalb finden wir im EKG dieses klassische Muster, dass die Erregungsausbreitung von unten nach oben ist. Das können wir uns ableiten, weil wir wissen, wie das EKG abgeleitet wird. Und wir haben ein Linksschenkelblockmuster. Das ist das Klassische. Es kann aber andersrum sein, dass die Erregungsausbreitung aus dem Ausflusstrakt kommt, dann sehen wir das etwas anders, dann läuft es von unten nach oben. Aber was in der Regel erstmal typisch ist, ist, dass die Patienten einen Linksschenkelblock haben. Und was dazu auch gehört oder was bemerkenswert ist, dass die Kammerscheidewand als erst primär häufig nicht betroffen ist. Das bedeutet auch, zum Beispiel, wenn wir eine Herzmuskelbiopsie durchführen, dann entnehmen wir diese Biopsien in der Regel aus der Kammerscheidewand. Und das ist die Region, in der diese Erkrankung primär nicht manifest ist. Das heißt, hier besteht
alleine aufgrund des Verlaufes der Erkrankung nur eine geringere Chance, dass man hier tatsächlich Hinweise findet für die Erkrankung. Da kommen wir aber später nochmal dazu, wenn es um die Diagnosekriterien geht. Wir kennen drei Phasen des Krankheitsverlaufs. Das erste ist die verborgene Phase. Das heißt, die Patienten sind normal leistungsfähig, sind nicht eingeschränkt, haben keine Symptome. Prinzipiell besteht aber ein geringes, aber tatsächlich auch schon vorhandenes Risiko für Kammertachykardien, VT, sind ventrikuläre Tachykardien und den plötzlichen Herztod. Die Manifestation ist dann primär elektrisch, wie ich es anfangs gesagt hatte, symptomatische Arrhythmien, die mit Schwindel oder Synkopen einhergehen. Und in der Regel ist es dann so, dass durch die weitere kinderkardiologische Diagnostik mit EKG, Belastungs-EKG, Langzeit-EKG, dann der Hinweis ist, da ist etwas instabil. Und dann findet man in der Regel, je nachdem, wie weit man geht, im MRT, und da kommen wir später auch nochmal dazu, das ist das MRT, gerade bei Kindern und Jugendlichen, ist die bildgebende Modalität, die am ehesten Auffälligkeiten auch zeigt, kommt man zur Diagnose. Weiter geht es dann zur diffusen progressiven Phase. Das heißt, dann kommt es auch, ist mehr Gewebe umgewandelt in Fett- und Bindegewebe, sodass auch die Pumpfunktion eingeschränkt ist. Und das kann dann umso mehr auch noch in Kombination mit ventrikulären Tachyarrhythmien auftreten. Und was wir wissen, es gibt Phasen, in denen die Patienten eine erhöhte elektrische Instabilität aufweisen, wie wir das nennen. Und das ist sicher beeinflusst von körperlicher Belastung und auch Entzündungsvorgängen im Herzmuskel. Der Verdacht auf das Vorliegen einer arrhythmogenen rechtsventrikulären Kardiomyopathie bei Kindern und Jugendlichen ist an sich gegeben, wenn die Patienten Palpitationen und neue ventrikuläre Extrasystolen verspüren bzw. diese dokumentiert werden können. Das Weitere, wenn wir nicht halt höhergradige ventrikuläre Herzrhythmusstörungen haben, wie nicht anhaltende ventrikuläre Tachykardien. Kritischer wird es natürlich, wenn die Patienten synkopal waren oder einen plötzlichen Herztod überlebt haben. Und klassischerweise dann wieder im Zusammenhang mit diesen ventrikulären Tachykardien, mit dieser, wie wir sagen, superioren Achse und dem Linksschenkelblock. Schwierig ist das. Wir haben als Differentialdiagnose die benigne ventrikuläre Extrasystolie und auch relativ benigne ventrikuläre Tachykardien aus dem rechtsventrikulären Ausflusstrakt, die wir idiopathisch nennen. Das heißt, wo keine arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie vorliegt. Als Kasuistik, nur denke ich, wie wir handeln, wie wir versuchen, die Erkrankung zu erfassen. 9 Jahre alter Junge, keine signifikanten Vorerkrankungen, leere Familienanamnese, hatte im Alter von 2 Jahren 2-mal ein synkopales Ereignis bei Schmerzereignissen, 1-mal ein Sturz von der Schaukel, danach synkopiert und dann nochmal zu Hause gestritten mit dem Bruder um den Couchtisch gerannt, hängen geblieben, hingefallen, Schmerzen verspürt und dann kurz auch synkopal geworden. Das ist, dann fragt man sich, das ist ja schon länger her. Kind war jetzt schon 9 Jahre alt, damals war es 6 Jahre alt. Das wird dann teilweise ja auch, und das wissen Sie auch, teilweise erstmal verkannt oder es wird dem auch nicht weiter nachgegangen. Jetzt war Schwindel dazugekommen. Und das Kind wurde bei uns vorgestellt und was Sie jetzt als erstes sehen, ist das EKG in Ruhe. Und worauf wir achten oder was wir sehen, ist jetzt hier schon, dass wir die Erregungsbildung ist normal. Das heißt, wir haben einen normalen Sinusrhythmus. Auch die elektrische Herzachse ist für das Alter völlig normal. Aber was wir sehen ist, hier in der Ableitung römisch 2, V2 in der Brustwandableitung 2, und das habe ich jetzt nochmal vergrößert, sehen Sie, dass wir hier so eine Nachschwankung nach der Kammerhauptschwankung haben, nach dem QS-Komplex.
das ist ein Hinweis dafür, und zwar in den Ableitungen, die rechts von der Brust, vom Brustbein erfolgen. Das sind die Ableitungen, die rechte Kammer repräsentieren. Das heißt, hier haben wir eine verzögerte Erregungsausbreitung. Das ist eines der Kardinalsymptome der Erkrankung, dass wir nämlich im EKG diese verspätete rechtsventrikuläre Erregungsausbreitung finden. Wir haben dann eine Echokardiographie gemacht, die war normal, ein Langzeit-EKG, und das zeige ich gleich, haben wir ventrikuläre Extrasystolen gefunden und haben dann das Kind auch belastet, soweit das in dem Alter auch geht, und haben ein EEG durchgeführt. Hier sehen Sie das Langzeit-EKG, hier normaler Sinusrhythmus, und hier sehen Sie eine spät einfallende ventrikuläre Extrasystole. Das ist also ein Kammerkomplex, der frühzeitig auftritt und eine andere Morphologie aufweist als die normalen QS-Komplexe, Kammerkomplexe. Das ist also für uns ein Hinweis, dass es ein frühzeitiges elektrisches Ereignis, was aus den Kammern kommt. Und davon waren mehr als 1000 in 24 Stunden nachweisbar, also doch beträchtlich. Im MRT sehen Sie hier jetzt den Querschnitt durch das Herz. Hier haben Sie den rechten Ventrikel, hier den linken Ventrikel. Und was man sieht, ist, dass der rechte Ventrikel vergrößert ist. Das werden Sie als Laien nicht nachvollziehen, das müssen Sie mir jetzt glauben. Was wir jetzt aber nicht sehen, sind ganz ausgeprägte Dyskinesien. Das heißt, das rechte Herz pumpt noch ganz ordentlich. Wir haben dann, um weiterzukommen, eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt. Und warum machen wir das? Das Ziel der Herzkatheteruntersuchung ist natürlich, dass wir die Drucke in den verschiedenen Herzabschnitten messen können, dass wir die Sauerstoffsättigung messen können, dass wir Kontrastmittel spritzen können. Das heißt, wir führen Angiografien durch, der Ventrikel und auch der Herzkranzgefäße. Und wir können das Herz mit Medikamenten stimulieren bzw. stressen. Das ist einmal Epinephrin, das wäre der normale Stresstest, unser Stresshormon. Eine Achmalin-Provokation machen wir, um zu gucken, es gibt andere Erkrankungen, die ähnlich auch rechtsventrikuläre Erregungsrückbildungsstörungen haben. Das wäre dieses Bugada-Syndrom. Das kann man mit diesem Achmalin-Test provozieren. Und was wir machen können, ist, dass wir das Herz sowohl im Bereich der Vorkammern als der Hauptkammern programmiert stimulieren, um zu sehen, ob man Tachyarrhythmien auslösen kann. Und wenn dem dann so ist, mit welcher Intensität, um eine mögliche Risikoabschätzung zu haben. Und was wir gleichzeitig machen, wir nehmen Myokardbiopsien. Hier als Beispiel auf der linken Seite sehen Sie jetzt eine Kontrastmedikation in die rechte Kammer im normalen Strahlengang, also von vorne nach hinten. Und Sie sehen hier kommt der Katheter über die untere Hohlvene, ist in die rechte Kammer eingeführt. Was Sie sehen, ist jetzt hier, dass die rechte Kammer etwas vergrößert ist, aber doch ganz ordentlich pumpt. Und das Ganze hier auch in der Seite sehen wir das Gleiche nochmal. Auch hier. Was wir allerdings sehen, ist, dass hier in diesen basalen Abschnitten, nämlich da, wo das Kontrast, wo das Blut letztlich in die Kammer hineinströmt, also in den Abschnitten unterhalb der Trixpedalklappe im Bereich zur Spitze des rechten Ventrikels, das Kontrastmittel länger liegen bleibt. Das sollte an sich schneller ausgewaschen sein. Das als ein Hinweis, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Im Epinephrin-Test unter Stress, und das ist dann auch ein Hinweis, dass da tatsächlich etwas nicht in Ordnung ist, kommt es ja dann zum Ansteigen der Herzfrequenz, und auch unter Stress kam es dann zum Auftreten dieser Extraschläge aus der rechten Kammer wieder mit dem Linkschenkelblock, wie wir das auch erwarten würden. Was wir dann gesehen haben, wenn wir die Kammer programmiert stimulieren, geben wir 8 Impulse immer in Folge
um eine stabile elektrische Situation herzustellen und geben dann einen 9. bzw. einen 10. Impuls mit höherer Vorzeitigkeit. Das heißt, wir geben vorzeitige Stimuli in das Herz. Und das sehen Sie hier auch, das ist hier der 7., der 8. Und jetzt kommen zwei extra Impulse mit kürzerem Intervall. Und Sie sehen hier, es kommt zum Auftreten einer schnellen Kammertachykardie, die wieder mit einem Linkschenkelblockmuster, die dann relativ rasch in Kammerflimmern degeneriert, sodass dann das Herz defibrilliert werden musste, was dann auch entsprechend, wo wir auch entsprechend darauf vorbereitet sind. Und hinterher hatten wir dann einen normalen Sinusrhythmus. Wenn das mit zwei Extra-Impulsen solch eine schnelle Kammertachykardie mit, wie wir sagen, elektrischer mit hämodynamischer Beeinträchtigung und Degeneration in Kammerflimmern auftritt, dann nehmen wir doch an, dass das ein erhöhtes Gefährdungspotenzial ist. Der Achmalin-Test war negativ. Dieses Bugada-Syndrom ist eine der Differentialdiagnosen, was also nicht vorlag. Und in den Myokard-Biopsien haben wir keinen Hinweis erhalten für das Vorliegen einer Kardiomyopathie, einer dilatativen Kardiomyopathie. Das heißt, dass die Fasern auseinandergehen oder auch nicht hypertrophiert sind, auch keine Herzmuskelentzündung. Und was man bei der arrhythmogenen rechtsventrikulären Kardiomyopathie natürlich guckt, ob es da vermehrt Fett- oder Bindewebseinlagerung gab. Das muss man jetzt aber relativieren, weil das Kind war ja, das ist ja noch ein Kind, der war 9 Jahre alt. In der Molekulargenetik, das kommt ja dann verzögert, das haben wir dann aber auch später bekommen, haben wir zwei Mutationen nachweisen können, nämlich im Placophyllin und Desmoplakin-Gen. Was wir dann auch gesehen haben, und das macht die Sache dann auch wieder sehr spannend, der Vater trägt auch diese Mutationen, war aber bislang klinisch völlig unauffällig. Nur, dass Sie auch daraus den Eindruck bekommen, wie unterschiedlich diese Erkrankung verlaufen kann und wie schwierig es dann im Einzelfall auch ist, das Risiko abzuschätzen. Nun, wenn es um die Therapie der Erkrankung geht, ist natürlich das Ziel, erstmal die Einschätzung, die Risikoeinschätzung. Was wir wollen, ist letztlich, wir wollen das Auftreten von signifikanten Ereignissen wie Synkopen oder dem plötzlichen Herztod, Kammerflimmern, verhindern. Wir wollen ventrikuläre Arrhythmien unterdrücken und wir wollen möglichst auch ein Fortschreiten der Erkrankung verhindern. Was an Antiarrhythmika in Frage kommt, das sind Medikamente, einmal die Beta-Blocker, das heißt, das sind einfach die, die Stressreaktionen unterdrücken, aber auch spezifische Antiarrhythmika, und da kommt einmal dieses Amiodaron und das Sotalol in Frage. Das sind Medikamente, die die Repolarisation, also die Erregungsrückbildung im Herzmuskel verlängern und dadurch eine Stabilisierung des Herzrhythmus letztlich herbeiführen. Das Amiodaron ist allerdings ein Medikament, ist das potenteste Antirhythmikum, das wir in der klinischen Medizin haben, das uns zur Verfügung steht. Wir wissen aber auch, dass dieses Medikament, wenn man es über längere Jahre gibt, häufig zu unter anderem signifikanten Herzrhythmusstörungen führen kann, sodass wir das bei Kindern an sich primär nicht so gerne einsetzen. Es gibt da verschiedene Vergleichsuntersuchungen, auch ob Amiodaron besser ist als Sotalol. Wir versuchen, das Amiodaron bei Kindern und Jugendlichen, wenn es irgend geht, zu verhindern. Wenn es um die Verhütung des plötzlichen Herztodes geht, wissen wir, dann sind die Antiarrhythmika keine zuverlässige Behandlung. Das geht nur über die sogenannten implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren, kurz ICD genannt. Was möglich ist, ist tatsächlich auch den Ursprungsort oder die kritischen Zonen, die im Herzmuskel, die für das Auftreten dieser ventrikulären Tachyarrhythmien sind, mit im Rahmen einer elektrophysiologischen Untersuchung zu identifizieren und dann dieses Gewebe auch zu veröden. Wir nennen das Abladieren. Das ist aber kein kurativer Ansatz, weil diese Erkrankung ja auch fortschreitet und es häufig nicht nur eine Stelle gibt, die verantwortlich ist für das Auftreten
dieser Tachykardien. Kann allerdings dazu, wenn man das macht, dann nur mit dem Ziel, dass die Häufigkeit des Auftretens dieser ventrikulären Arrhythmien vermindert wird. Und wichtig ist, dass die Patienten, wenn die Erkrankung diagnostiziert ist, sich tatsächlich körperlich schonen. Wenn die Einschränkung der Pumpfunktion möglicherweise mit einer erheblichen elektrischen Instabilität im Vordergrund steht, dann bleibt letztlich nur die Herztransplantation als dann letztlich letzte therapeutische Maßnahme. Sie sehen hier eine Arbeit aus dem European Heart Journal aus 2015, wo man untersucht hat, nämlich Patienten auf der linken Seite. Da sehen Sie in der schwarzen Kurve hier Patienten, die Leistungssport betrieben haben. Und hier in der roten gestrichelten Linie die Patienten, die mit einer arrhythmogenen rechtsventrikulären Dysplasie, die nur Freizeitsport betrieben haben. Und auf der Ordinate die Wahrscheinlichkeit, dass die Patienten symptomatisch wurden. Und Sie sehen, die, die Leistungssport betrieben haben, waren deutlich eher betroffen als die, die nur Freizeitsport betrieben haben. Auf der rechten Seite wird das nochmal deutlicher. Das sind die, ist nochmal aufgezeichnet, ich weiß nicht, warum das hier so springt, das tut mir leid. Sehen Sie nochmal hier auf der Ordinate aufgetragen, jetzt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von ventrikulären Tachyarrhythmien oder sogar Herz-Kreislauf-Stillstand bzw. plötzlichem Herztod. Und hier wieder in schwarz die Patienten, die weiter Leistungssport betrieben haben. Also Sie sehen, ganz früh und sehr häufig früh kommt es dazu, während innerhalb eines Jahres oder anderthalb Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas auftritt, sehr, sehr hoch, 50% oder höher. Dann sehen Sie in blau, in rot die, die sich vom Leistungssport zurückgezogen haben und nur noch Freizeitsport betrieben haben, und die blauen, die eh nichts, die sich eh nicht groß bewegt haben. Das heißt, wenn die eh nicht aktiv sind oder die sich tatsächlich zurückhalten, haben im Verlauf eine deutlich bessere Prognose als die, die weiter Leistungssport betreiben. Also muss man ganz klar sagen, die Daten deuten eindeutig darauf hin, dass diese Patienten tatsächlich keinen Leistungssport mehr betreiben sollten, zumal das offenkundig die elektrische Instabilität fördert und auch möglicherweise den Progress der Erkrankung. Was haben wir mit dem Patienten gemacht? Wir haben das lange mit der Familie diskutiert und die Entscheidung war dann, dass mit der Familie, dass wir gesagt haben, es wird vorbeugend, das Kind war ja nicht reanimiert. Ich komme nachher nochmal auf die Indikationen, wann man tatsächlich solch ein ICD implantieren sollte, im Zusammenhang mit der Beta-Blocker-Therapie und körperlicher Schonung. Nun, wie macht man das bei diesen kleinen Patienten? Das ist, Sie wissen, die Schrittmacher und Defibrillatoren, diese gesamte Hardware, wie wir das nennen, oder implantierbaren Geräte, die in der Kardiologie sind letztlich für die Erwachsenen entwickelt. Es gibt im Prinzip so gut wie keine kinderspezifischen Elektroden und auch keine kinderspezifischen Generatoren. Das heißt, die Elektroden wären für so ein kleines Kind viel zu lang, dass man die tatsächlich über eine Vene ins Herz einführen könnte. Und genauso sind diese Elektroden auch viel zu dick, sodass ein hohes Risiko besteht, dass es dann zu einer Grinselbildung um diese Elektroden kommt und diese Gefäße verschlossen, letztlich sich verschließen oder es zum thrombotischen Verschluss kommt. Was wir dann machen ist, dass wir diese Schockelektrode, das heißt die tatsächlich, wenn es zu Kammerflimmern kommt oder schnellen Tachykardien, die beenden soll, kommt in den Brustraum, in die Pleura. Das Gerät kommt unter das Herz und Sie sehen dann hier, das elektrische Feld befindet sich zwischen dem Gerät und der Elektrode und es werden dann zusätzlich Schrittmacherelektroden, normale Schrittmacherelektroden auf das Herz aufgenäht, die diese Überwachungsfunktion
übernehmen und dann quasi dem Gerät melden können, wenn es zu solchen Tachyarrhythmien kommt. Das sehen Sie hier auf der linken Seite im AP-Strahlengang und hier seitlich. Sie sehen, das Gerät ist tatsächlich unter dem Herzen platziert. Das machen wir schon lange, diese Implantation, und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Das ist nichts auf die Dauer. Das heißt, wenn die Patienten, wenn die Kinder größer sind, Jugendliche sind, wenn sie ausgewachsen sind, würde man dann auf konventionelle Systeme wechseln. Dann käme, kann man dann auch überlegen, ob diese Patienten auch für so einen subkutanen Defibrillator in Frage kommen. Also waren wir in der Vergangenheit bislang aber eher zurückhaltend. Nun zu den Diagnosekriterien. Das Ganze hat ja eine lange Geschichte. Ich hatte es Ihnen gesagt und Sie sehen hier wieder den Professor Thiene und hier auch den Professor Fontaine. Es gab 1994 die erste, wie wir sagen, Konsensuskonferenz, wo sich die Experten zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie kann man diese Erkrankung letztlich spezifisch diagnostizieren und wann kann man das, wie kann man es auch behandeln. Das ist abgedatet worden 2010, nämlich dann andere mit anderen, andere Protagonisten und ist in den großen internationalen Journals veröffentlicht worden, weil diese Erkrankung teilweise schwer, nicht leicht zu diagnostizieren ist, weil teilweise nur verschiedene, nicht alle morphologischen Kriterien oder alle Kriterien, die wir kennen und die ich Ihnen auch vorgestellt habe, vorliegen. Denn die Erkrankung äußert sich dadurch, dass wir in der Morphologie, das heißt im Echo, im MRT oder angiografisch, Veränderungen finden, dass der Ventrikel, gerade der rechte Ventrikel, vergrößert ist und in seiner Pumpfunktion eingeschränkt ist. Wir finden diese histologischen Veränderungen, das ist auch ein Kriterium. Wir sehen EKG-Veränderungen in Form von Ausbreitung, Erregungsausbreitungs-, Erregungsrückbildungsstörungen, Arrhythmien und wir haben Familienanamnese und die Genetik. Das sind also die verschiedenen Felder, die für die Diagnosestellung in Frage kommen, beziehungsweise worauf man sich dann letztlich bezieht. Da gibt es dann nochmal Haupt- und Nebenkriterien und die werde ich Ihnen nochmal kurz vorstellen in den Haupt- wenn es dann darum geht, wann das vorliegt, dann guckt man immer, dass die Hauptkriterien, wenn man sagt, es müssen zwei Hauptkriterien sein, dann müssen die aus verschiedenen Gruppen kommen. Das heißt, wir nehmen nicht zwei Hauptkriterien aus morphologischen und funktionellen Veränderungen, sondern es muss aus hier, aus dieser Gruppe oder aus dieser Kategorie und aus einer weiteren vorliegen. Das sind diese modifizierten Taskforce-Kriterien und das sind die Hauptkriterien, die sich auf das Echo beziehen. Das heißt, wir sehen in der Echokardiographie im dilatierten und in seiner Pumpfunktion eingeschränkten hauptsächlichen rechten Ventrikel. Das Ganze auch als in der kernspintomographischen Untersuchung oder in der Angiographie. Das zeige ich Ihnen jetzt auch als Beispiel hier. Ein Echo, eine echokardiographische Untersuchung, 14 Jahre alter Jugendlicher mit einer ausgeprägten arrhythmogenen rechtsventrikulären Dysplasie. Sie sehen hier, der rechte, hier sehen Sie einen Vierkammerblick. Das wäre, hier oben wäre die Herzspitze. Das ist der linke Ventrikel, das ist der rechte Ventrikel, linker Vorhof, rechter Vorhof. Was Sie, glaube ich, sehr schön sehen, ist, dass normalerweise ist der linke Ventrikel größer als der rechte Ventrikel. Hier ist es genau umgekehrt. Der rechte Ventrikel ist deutlich vergrößert und auch der rechte Vorhof ist deutlich vergrößert. Das wäre ein Hauptkriterium in der Echokardiographie. Das Gleiche, ich hatte Ihnen vorhin schon ein MRT gezeigt. Hier wieder sehen wir auch einen Vierkammerblick. Rechter Ventrikel ist hinter dem Brustkorb, der linke Ventrikel dahinter. Hier wieder ein vergrößerter rechter Ventrikel und der so ruckhaft sich kontrahiert. Hier auf der rechten Seite nochmal in so einem koronaren Schnitt. Auch hier sehen Sie, und dann sehen Sie, dass diese rechte Kammer sich nicht harmonisch kontrahiert. Das heißt, wir haben regionale Dyskinesien, wie wir das in unserer Fachsprache nennen. Das heißt, wir haben Wandabschnitte, die nicht normal pumpen.
angiografisch hier nochmal im AP-Strahlengang sehen Sie hier nochmal auch eine fortgeschrittene Erkrankung, deutlich vergrößerter rechter Ventrikel, der sich deutlich eingeschränkt kontrahiert. Und Sie sehen, das Kontrastmittel bleibt in dieser rechten Hauptkammer deutlich und verlängert stehen, auch hier wieder im Bereich des basalen rechten Ventrikels und in der Spitze der rechten Kammer. Hier das Ganze nochmal seitlich. Auch das wäre dann wieder ein Major-Kriterium. Hier sehen Sie es nochmal. Sie sehen, diese rechte Kammer bewegt sich nicht harmonisch und es gibt Wandabschnitte, die sich quasi nicht kontrahieren. Und dann die Vorderwand kontrahiert sich noch ganz ordentlich und hier unten das basale Septum deutlich eingeschränkt. Die nächsten, das ist die Histologie, das heißt die feingewebliche Untersuchung. Da guckt man, wie viel Anteil an normalen Gewebe durch Fett oder Bindegewebe, hier das wäre das Fettgewebe in weiß oder in blau hier angefärbt, das Bindegewebe ersetzt ist. Und je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist, ist dann ein Major oder ein Minokriterium, erfüllt. EKG-Kriterien sind die einmal die Repolarisationsstörung, das zeige ich Ihnen gleich nochmal, nämlich, dass wir sehen, dass die T-Wellen, die ja die Erregungsrückbildung repräsentieren, verändert sind, dann wieder in den Ableitungen, den rechten Brustwandableitungen, dass wir diese Depolarisation, Erregungsausbreitung haben, das ist dann diese Epsilon-Welle, die ich Ihnen vorhin schon gezeigt habe, und dass es zu Arrhythmien kommt, nämlich nicht anhaltende oder anhaltende ventrikuläre Tachykardien mit Linksschenkelblockmuster und klassischerweise superiore Achse, also Erregungsausbreitung von unten nach oben. Das ist ein Beispiel. Hier sehen Sie ein EKG eines Erwachsenen. Und dann sehen Sie, dass wir hier in den Ableitungen V1 bis V3, also die Brustwandableitung V1 bis V3, dass wir hier die T-Wellen negativ sind. Das ist für die Erwachsenen pathologisch. Ich komme darauf nachher nochmal zurück. Hier das EKG, die Epsilon-Wellen hatte ich Ihnen schon gezeigt. Und ventrikuläre Tachykardien in unterschiedlicher Ausprägung. Hier ein Ausschrieb aus dem Speicher eines internen Kardioverter-Defibrillators. Hier sehen Sie dann da eine schnelle Kammertachykardie, die dann letztlich durch einen internen Schock beendet werden muss. Dann die Genetik, die Familienanamnese, ein Verwandter ersten Grades, der aufgrund der Taskforce-Kriterien eine diagnostizierte autonomogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie hat oder wieder ein Verwandter ersten Grades, bei dem die Diagnose autoptisch gestellt worden ist oder heute mit den modernen diagnostischen Möglichkeiten der Nachweis einer pathogenen Mutation. Hier sehen Sie nochmal, wie schwierig das ist. Da haben sich die Leute wirklich Mühe gemacht. Das sind die verschiedenen Diagnosestadien oder die Sicherheit oder die Exaktheit der Diagnose. Man sagt, dass die Diagnose sicher vorliegt, wenn zwei Major-Kriterien oder ein Major und zwei Minokriterien aus den verschiedenen Kategorien oder vier Minokriterien vorliegen. Es gibt die sogenannte Borderline, die grenzwertige, das Stadium der grenzwertigen Erkrankung. Und das Ganze ist ja im Fluss. Das heißt, notwendigerweise muss man das nach einer bestimmten Zeit auch wiederholen, wenn wir ein Major und ein Minokriterium oder drei Minokriterien haben. Das heißt, Minokriterien heißt immer, dass die Veränderungen noch nicht so stark, dass Veränderungen da sind, die aber noch nicht so stark ausgeprägt sind. Mögliche Diagnose, ein Major-Kriterium oder zwei Minokriterien. Das Ganze wird dann kompliziert, wenn wir tatsächlich sagen, wie ist es denn im Kindesalter? Dann wird es nämlich viel schwieriger, die negativen T-Wellen zum Beispiel hier in den Brustwandableitungen V1 und V3 sind
bei Kindern und Jugendlichen bis zum Alter von 14 Jahren physiologisch. Das heißt, hier haben wir das Problem, dass dieses Mayo-Kriterium zum Beispiel für die Kinder positiv wäre, aber nicht zutreffend ist, weil das noch ein tatsächlich nicht krankheitsbeweisender Befund ist, weil er auch bei normalen auftritt. Das Gleiche ist, wie hilfreich ist die Biopsie und die Histologie? Das hatte ich Ihnen ja vorhin auch schon gesagt. Die Erkrankung manifestiert sich erstmal nicht im Septum, wo dort, also in der Kammerscheidewand, wo wir typischerweise die Proben entnehmen. Und das ist jetzt also eine Untersuchung, wo man geguckt hat, bei Kindern, wie hilfreich sind denn die Endomyokardbiopsien und die Aufarbeitung, um die Diagnose zu stellen. Und da sieht man dann, dass die tatsächlich, dass das Ganze, dass die Biopsie nur sinnvoll ist oder hilfreich ist bei den Patienten im Kindes- und Jugendlichenalter, die eine bereits fortgeschrittene Erkrankung haben. Und die Biopsie als solche ist ja eine invasive Maßnahme, die auch mit einem gewissen Risiko verbunden ist, sodass das für Kinder erstens nicht hilfreich und möglicherweise auch eher risikobehaftet ist. Ich habe jetzt nicht unsere Publikation genommen, sondern habe eine Publikation aus Heart Rhythm, aus einer unserer Fachzeitschriften aus 2011 ausgewählt, weil ich die an sich, muss ich jetzt auch selbstkritisch sagen, unsere eigene Publikation fand ich zu diesen 48 Kindern, da ging es hauptsächlich um die Auswertung von MRT-Kriterien, das fand ich so speziell, dass ich darauf verzichten wollte. Hier 53 Kinder, alle mit der Diagnose einer arrhythmogenen rechtsventrikulären Kardiomyopathie, mittleres Alter 12,3 Jahre, hatten Standard sollte sein, dass sie ein EKG, 24-Stunden-EKG, ein Echo und die meisten auch eine kernspintomographische Untersuchung hatten. 53% der Kinder waren klinisch unauffällig gemäß den Taskforce-Kriterien. Das muss man jetzt bedenken. Und in dem Alter, das soll nochmal verdeutlichen, wie schwierig die Diagnostik sein kann, EKG-Veränderungen im Ruhe-EKG hatten von diesen Kindern 34%, im Echo 23%, klinische Herzrhythmusstörung, also ventrikuläre Tachykardien, hatten 32%, wobei 5 von 17 tatsächlich eine anhaltende Tachykardie hatten. Häufigste, und das sehen Sie auch schon, das wesentliche diagnostische Kriterium, was wirklich hilfreich ist, ist die kernspintomographische Untersuchung, weil man da den Herzmuskel viel besser beurteilen kann und die Veränderungen relativ frühzeitig erfassen kann. Das hat jetzt auch eine andere Arbeitsgruppe gezeigt, im Jahr 2015, 142 Patienten, wieder die Bedeutung des MRTs bezüglich der Taskforce-Kriterien in der Diagnostik der arrhythmogenen rechtsventrikulären Kardiomyopathie bei Kindern und Jugendlichen. Da hat man gesehen, hier wieder, dass der Beitrag auf der Ordinate aufgetragen, der Effekt, der entscheidende Effekt zum Beitrag zur Diagnosestellung war bei diesen Kindern und Jugendlichen tatsächlich das kardiale MRT, gefolgt von der Familienanamnese. Es ist ja eine vererbbare Erkrankung. Die Biopsie deutlich geringer. EKG, Echo, nochmal EKG und Arrhythmien waren eher bedeutungslos, weil die Erkrankung noch nicht so stark ausgeprägt ist. Abschließend Indikation zur ICD-Implantation. Das ist immer die große Frage. Braucht mein Kind das? Braucht der Jugendliche das? Wann ist das tatsächlich empfehlenswert? Das sind jetzt ganz aktuelle Empfehlungen zu Herzschrittmachern und ICD bei Kindern und Jugendlichen, die Nordamerikanische Fachgesellschaft für Kinderelektrophysiologie gerade entwickelt. Die sind noch nicht publiziert. Das ist aus dem Manuskript entnommen. Ich bin da auch einer der Co-Autoren, sodass ich das vorgreifend Ihnen vorstellen möchte. ICD-Implantation ist bei Patienten, Kindern und Jugendlichen mit einer arrhythmogenen rechtsventrikulären Kardiomyopathie nach einem Reanimationsereignis, beziehungsweise überlebten plötzlichen Herztod, indiziert. Das ist, glaube ich, klar. Das kennen Sie auch. Das ist unisono.
das arrhythmogene Reanimationsereignis, das nennen wir den überlebten plötzlichen Herztod, ist die Indikation für die Implantation eines solchen Gerätes. Das gilt genauso für Kinder, Jugendliche oder Patienten aller Altersklassen, die eine anhaltende, also längere Tachykardie, wenn auch ventrikuläre Tachykardie, mit hämodynamischer Beeinträchtigung, das heißt schwere Beeinträchtigung, aber keine Reanimation, Schwindel, Synkope. Jetzt wird es schon etwas schwieriger. 2a, das sind die klassischen, das heißt, die Klasse 1-Indikation heißt immer, es ist Experten, wie auch immer, alle Daten sprechen dafür, dass das die richtige Entscheidung ist. Klasse 2a ist ein Empfehlungsniveau, Datenlage und auch die Empfehlung nicht mehr ganz so eindeutig ist, wo aber die Daten alle dafür, eher dafür sprechen, das zu tun. Die ICD-Implantation sollte bei Patienten mit einer arrhythmogenen reizwendekleinen Kardiomyopathie und hämodynamisch stabiler VT, also wenig Symptome, die mit Synkopen, die Synkopen erleiden, die wahrscheinlich arrhythmogen bedingt sind oder bei denen eine deutlich eingeschränkte Pumpfunktion der linken Kammer vorliegt, erwogen werden. Erwogen werden sollte. Und die Abschwächung ist nochmal, und dann geht es weiter, wann macht man das möglicherweise auch, bevor es zu signifikanten Symptomen gekommen ist. Das ist 2b, das heißt, für diese Geräte ist aber nicht so gut belegt und das ist gerade für Kinder und Jugendliche, sind die Erfahrungen mit dieser Erkrankung tatsächlich immer noch begrenzt. Die ICD-Implantation kann bei Patienten mit einer erblichen, vererbten arrhythmogenen reizventrikulären Dysplasie und einem erhöhten Risiko für plötzlichen Herztod, das muss dann durch andere Untersuchungen tatsächlich gezeigt werden, erwogen werden. Dann möchte ich zusammenfassen, die arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie ist eine der wesentlichen Ursachen für den plötzlichen Herztod bei Kindern und Jugendlichen, gerade solchen, die strukturelle Auffälligkeiten des Herzmuskels aufweisen. Die Diagnosestellung dieser Erkrankung ist bei Kindern und Jugendlichen deutlich erschwert. Das MRC hat eine hohe Bedeutung in der Diagnostik in dieser Altersklasse. Und die Therapie muss sich letztlich nach der individuellen Situation der Patienten richten. Und die Indikation für die Implantation eines ICDs muss anhand der individuellen Risikoparameter bzw. der individuellen klinischen Konstellation gestellt werden. Da möchte ich mich verabschieden erstmal oder möchte beenden meinen Vortrag mit einem Bild von unserem historischen Marktplatz hier in Göttingen. Das ist das alte Rathaus. Und Sie sehen hier den angestrahlten Gänselieselbrunnen, wie wir es an sich in der Weihnachts- oder Vorweihnachtszeit oder Winterzeit haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.